so mal ein paar Videos gesehen, die setzen sich dann, stellen sich da mit den Füßen auf die Kloschüssel oder so. Und ich habe letztens irgendwas bei TikTok gesehen, glaube ich. TikTok oder Instagram, Facebook, da gibt es extra so Pinkeltrichter für Frauen, damit die halt auch wie die Männer stehen können. Also, wenn die unterwegs sind oder so. Also, wenn ich eine Frau wäre und ich müsste irgendwie in den Urlaub fahren und müsste auf diese Parkplatztoiletten gehen, ich würde mir so einen Pinkeltrichter für Frauen holen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Also ich brauche keinen Pinkeltrichter. Wenn ich will, stehe ich mir in eine Ecke und pinkel in den Busch. Okay, Google, Pumpe aus. Also ich habe meine Gartenpumpe angeschlossen an Sprachsteuerung. Also über Google Home laufen. Also gibt es ja, wenn man Handy dann Menüpunkt länger drückt, hat man ja Google oder Google Home App oder wie so heißt das. Ich glaube, jeder auch hat schon mal mit der Stoffmaschine Zigaretten gestopft, ja. Also ich habe immer die billigsten gekauft, die Knick-Knick-Dinger da. Also so große mit Hebel, keine Ahnung, was das soll. Hallo Ada, Tamüklu. Hier im Stream-Chat brauchst du kein Ad davor schreiben. Das macht man nur, wenn man auf einer Homepage hat, um das zu verlinken. Ad. Ada, ich kenne jemanden, der muss unbedingt da überall immer ein Ad vorschicken. Braucht man eigentlich im Stream-Chat, glaube ich, gar nicht. Ne, eigentlich muss ich heute nicht mehr weg. Aber vielleicht doch. Überlege ich mir noch. Ich setze mich jetzt hier hin, habe ein Abendbrot gegessen, Mittag gegessen. Halb drei. Wasser, ich will morgen früh Brötchen und Eier und Rührei. Dann muss ich nochmal los. Ich trinke ganz selten Bier. Ich trinke lieber Schnaps. Da habe ich mehr von. So ein Bier da. Also weiß ich nicht. Also ich trinke Bier bei 30 Grad, so ein Alster oder so, ist nicht schlecht, aber so oft trinke ich kein Bier. Nee, ich bin nicht krank oder ähnliches. Ich bin jetzt hier Koffeinschock vom Kaffee vielleicht. Ich trinke gerne mal ein Bier, aber ich habe kein Bier zu Hause. Also eiskaltes Bier zum Grillen oder mal, wenn man in der Stadt ist oder so. Hinsetzen, ein Bier trinken, dann ist schon nicht schlecht. Ich habe letztens für ein Bier 4 Euro bezahlt. War gut, echt richtig gut, ein großes Bier, 4 Euro. Aber für 4 Euro, da kann ich... Ich bin nicht geizig, aber ich kann kein Geld scheißen, das ist das Problem. Und deswegen, für 4 Euro mache ich gerne mal einmal im Monat oder zweimal oder so. Würde ich auch mal wieder bezahlen, aber da kann ich mir auch 3 Dosen Kamera holen bei Aldi.